sich zu freuen, sich jeden Tag auf ein Neues zu freuen, der Freude im Leben mal wieder einen größeren Raum einzuräumen. Als Kind sind wir in den Tag gehüpft, haben gelächelt, haben gestrahlt, waren ganz neugierig, was uns heute erreicht. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen hier am Samstag. Mal schauen, wer hier alles schon in der Früh wach ist, hellwach, topfit und voll guter Energie und hier jetzt live dazukommt. Ich möchte dir zuerst mal auch gratulieren. Wir haben heute Tag 13 unserer 21-Tage-Challenge, dass du so wunderbar, so eisern hier dabei bist. Damit committest du dich selbst, jetzt endlich dich mal ein bisschen mehr auf den Weg zu deinem Herzen zu begeben, dir Impulse zu holen und ja, so gut für dich zu sorgen, dass du in eine andere Energie kommst. Heute beschäftigen wir uns, ich lade dich ein, heute einen kleinen Ausflug in dein eigenes Universum zu machen. Du wirst merken, wie gut dir das tut. Wir werden einen Gedankenstopp machen und wir werden der Freude im Leben mal wieder einen größeren Platz einräumen. Lass uns mal, mit was starten wir denn? Wir starten vielleicht mit dem Gedankenstopp. Gerade morgens, wenn wir aufstehen, kennst du das? Gehörst du auch so zu den sogenannten Morgenmuffeln, dass wenn du morgens aufwachst, aufstehst, am liebsten erstmal mit dir ganz alleine bist, bitte nur ja nicht jemand anderes von der Familie begegnen und schon gar keine Gespräche. Ich brauche morgens Ruhe und sonst überhaupt nichts. Alles andere regt mich auf. Kennst du sowas? So dieser klassische Morgenmuffel, der vor allem auch ja, denkt, ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee, um überhaupt irgendwie zu mir zu kommen, wach zu werden oder klar zu denken. Weißt du, woran das liegt, diese sogenannten Morgenmuffel? Selbst wenn wir nachts schlecht geschlafen haben, wenn wir morgens aufstehen, einer hat gut geschlafen, immer, das ist unser Denker, unser Verstand. Und das ist genau das, was wir als Morgenmuffel bezeichnen oder wenn du dich als Morgenmuffel bezeichnest, dass du erstmal so ein, zwei Stunden deine Ruhe brauchst und überhaupt zu nichts anderem zu gebrauchen bist. Das hängt damit zusammen, dass der Denker, der Verstand immer wunderbar morgens ausgeruht ist und ganz viel hin und her denkt, wusch, 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 wusch. Und das führt dann einfach dazu, dass man das Gefühl hat, ich brauche erstmal eine ganze Weile für mich, bis ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, das ist ja dann auch unser Ausdruck, einen klaren Gedanken fassen kann, damit der sich hier oben einfach erstmal austoben kann. Das hat es mit dem sogenannten Morgenmuffel auf sich. Und deshalb möchte ich dich jetzt mal einladen, eine kleine Übung mit mir zu machen. Und die kannst du immer dann machen, wenn du das Gefühl hast, hier, Gedankenkabarett überwältigt dich. Und dass wir mal bitte schön ein bisschen mehr Ruhe einkehren und mal bitte, ich möchte anfangen, mal bewusster zu denken. Und dazu würde ich dich jetzt einladen, mal mit mir gemeinsam die Augen zu schließen. Und dann atme mal ganz tief und genüsslich durch die Nase ein. Stell dir vor, wie du deinen Atemstrom jetzt in deinen Bauchraum ziehst, durch die Nase und dann durch den Mund ausatmest. Einfach vorstellen, ganz tief und genüsslich deinen Atemstrom in deinen Bauchraum ziehen und durch den Mund ausatmen. Noch einmal, ganz tief und genüsslich durch die Nase einatmen, Atemstrom in den Bauchraum ziehen und durch den Mund ausatmen. Und dann lass mal bewusst deine Schultern sinken und lass dann den Atemstrom ganz leicht und frei fließen. Beobachte mal für einen Moment deinen Atem.
Spann gerne auch deinen Beckenboden an. Das hilft dir jetzt mal so zentrierter in deiner Mitte zu sein. Einfach mal für einen Moment noch den Beckenboden anspannen und den Atemstrom ganz leicht und frei fließen lassen. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich ein, ganz einfach mal deine Gedanken zu beobachten. Sei mal ganz neugierig, wie dein Gedankenkabarett jetzt einsetzt und welche Gedanken jetzt aufkommen. Egal was es ist, einfach mal ganz neugierig beobachten und dann die Gedanken einfach weiterziehen lassen. Egal was es ist, ob du jetzt drüber nachdenkst, dass du heute noch einkaufen musst, vielleicht die Wohnung noch putzen musst oder heute Abend ein Geburtstag ansteht, eine Feier. Oder du das Gefühl hast, jetzt gar keine Zeit zu haben, ganz gleich, was es ist, beobachte einfach mal ganz interessiert deine Gedanken, die da aufkommen und lass sie weiterziehen. Das machen wir jetzt mal eine Weile, eine kurze Weile, einfach die Gedanken beobachten, ganz interessiert und weiterziehen lassen. Vielleicht denkst du auch so einen Quatsch, ich hocke hier vor der Kamera, soll an nichts denken oder Gedanken beobachten. Ist auch ein Gedanke. Was mache ich hier für einen Unsinn? Vielleicht denkst du, was sitzt du hier vor der Kamera mit so einem bescheuerten pinkfarbenen Hut? Ganz egal. Einfach mal deine Gedanken beobachten. Und Augen natürlich schließen, damit du besser bei dir sein kannst und deine Gedanken auch wahrnehmen kannst. Wunderbar. Und jetzt lade ich dich dazu ein. Die Augen bleiben bitte weiterhin geschlossen. Lass mal die Frage auf dich wirken. Wo kommt der nächste Gedanke her? Und dann beobachte mal. Wo kommt der nächste Gedanke her? Beobachten bitte. Wo kommt der nächste Gedanke her? Beobachten. Und die nächste Frage, die du mal bitte auf dich wirken lässt und dann einfach mal beobachtest, was geschieht. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und dann einfach mal beobachten, was geschieht. Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und dann beobachten. Wunderbar. So, dann öffnen wir nochmal die Augen. Hallo, liebe Christine, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. So, wenn du jetzt achtsam warst, ansonsten schau dir das Video nochmal an, diese Übung hier mit dem Gedankenstopp. Wenn du jetzt achtsam warst, beziehungsweise schreib mir gerne mal deine Erfahrung auch hier ins Kommentarfeld rein. Du hast deine Gedanken beobachtet, das haben wir im ersten Moment gemacht. Da ist ganz vieles Zeug wahrscheinlich aufgekommen. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, die du auf dich wirken lassen solltest. Wo kommt der nächste Gedanke her? Und wenn du das jetzt nochmal machst, wenn es dir eben vielleicht nicht so bewusst war, dann mach es gerne nochmal. Dann wirst du feststellen, dass das so eine abstruse Frage war, dass du für einen Moment in der Gedankenstille, im Gedankenstopp warst, im reinen Bewusstsein. Weil dein Denker hat einfach nur gesucht, wo kommt der nächste Gedanke her? Und dann war nichts. Dann war für einen Bruchteil von Sekunden kein Gedanke da. Ruhe, Gedankenstopp. Und die nächste Frage, die ich dann noch
so für den Verstand, für den Denker noch abstruser obendrauf gestellt habe, beziehungsweise du dann für dich, welche Farbe hat der nächste Gedanke? Weil da ist unser Denker, der Verstand erst recht überfordert. Wie? Welche Farbe hat der nächste Gedanke? Und wenn du da achtsam mal beobachtest, mach's gerne nochmal. Für Bruchteil von Sekunden bist du in einer Gedankenleere, im Gedankenstopp, im reinen Bewusstsein. Super, Christine. Ganz, ganz toll. Danke für dein Feedback. Genau. Und das kannst du immer machen, wenn du das Gefühl hast, boah, ich komme aus diesem Gedankenkabarett hier nicht raus. Ich will mal Ruhe haben. Immer und immer wieder. Hallo, liebe Irmgard. Schön, dass auch du dabei bist. Meine Namensvetterin. Guten Morgen. Genau. Also fühl dich dazu eingeladen, immer und immer wieder, wenn du das Gefühl hast, hier ist mal wieder wusch, 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 oder wenn du dich zu den sogenannten Morgenmuffeln zählst, dass du diese Gedankenstoppübung machst. Und du kannst, ich habe jetzt wegen der Zeit hier nur zwei, dreimal die Frage gestellt, wo kommt der nächste Gedanke her oder welche Farbe hat der nächste Gedanke? Du kannst das in deinem eigenen Zeitplan machen. Mach das gerne eine ganze Weile, 2, 3, 4 Minuten. Das ist dann gefühlt schon eine ganz lange Zeit und du wirst merken, dass da Ruhe einkehrt. Okay? Also das zum Gedankenstopp. Und jetzt würde ich dich noch dazu einladen, mit mir gemeinsam in dein eigenes Universum abzutauchen. Das ist etwas, was du dann nochmal hier oben draufsetzen kannst und toppen kannst, um so ja, in dein eigenes Universum, du wirst gleich merken, was ich damit meine, abzutauchen. Es gibt so ein Gefühl der Schwerelosigkeit, des Schwebens. Bei mir kommen immer so Bilder auf, wie wenn ich ja so durchs All schwebe, an der Milchstraße vorbei, in wunderbaren Sternenhimmel vorbeischwebe. Das sind so die Gedanken, die bei mir da aufkommen. Also so ein wunderbares Gefühl. Und wie das geht, das machen wir jetzt gemeinsam. Und dazu solltest du bitte, wenn du auf dem Stuhl sitzt, deine Beine, ich weiß, Frau Pauli, sieht man das jetzt hier so, also so hochlegen, damit du deine Arme hier ablegen kannst. Okay? Und dann gehst du hin, ich erkläre jetzt die Übung, sonst hörst du nämlich nichts mehr. Dann gehst du hin und nimmst deine Zeigefinger und deine Zeigefinger steckst du in beide Ohren und zwar so tief rein, dass du nichts mehr hörst, absolut nichts mehr von außen. Und dann wirst du merken, wie du in dein eigenes Universum abtauchst, weil dann kommen so, ja, ich sag mal, universelle Geräusche auf. Und das gibt dir so das Gefühl, irgendwie durch Zeit und Raum zu schweben. Das machen wir jetzt mal gemeinsam. Deshalb hier erstmal die Übung zum Verdeutlichen erklärt, weil wenn du es jetzt richtig machst, dann hörst du nicht mehr mich, sondern wirklich nur noch dein eigenes Universum. Okay? Bist du bereit, in dein Universum abzutauchen? Gut, dann lass uns das gemeinsam machen. Also, die Ellenbogen hier auf die Knie hochlegen, so damit du einfach auch gemütlich sitzen kannst und das nicht zu anstrengend ist, wenn du dir einfach nur hier so hast. Und dann bitte beide Zeigefinger, das machen wir jetzt mal 1 Minute, in die Ohren rein, sodass die völlig verschlossen sind, keine Außengeräusche mehr da sind und du dein eigenes Universum lauschen kannst, deinem eigenen Universum lauschen kannst. Also, los geht's.
Wunderbar. Ja, schreib mir gerne auch mal rein, wie du dein Universum wahrgenommen hast. Mach auch das gerne immer mal wieder, sodass du da in eine andere Welt, in die Stille abtauchst und diese Geräusche, die du da hörst. Also mich erinnert das immer dran, wie wenn ich so durch den Kosmos schwebe. So stelle ich mir das vor. Einfach außerhalb von Raum und Zeit. Und schreib mir gerne auch in die Kommentare rein, was deine Erfahrungen damit sind. Genau. So, jetzt haben wir schon mal Gedankenstopp gemacht. Du bist in dein eigenes Universum abgetaucht. Und jetzt reden wir mal noch über die wahren Probleme, die wir haben. Wir glauben, wir haben Geldprobleme, wir haben Probleme mit Arbeitslosigkeit, wir haben Suchtprobleme und was weiß ich nicht, für welche Probleme überhaupt, Probleme mit dem Weltfrieden und, und. Super, danke, liebe Irmgard, für das Teilen deiner Erfahrung. Ich habe mich ganz schnell befreit gefühlt. Super, toll, danke. Ja, weißt du, was unser wahres Problem oder der Kern dieser Probleme ist, die wir im Außen haben? Der Kern der Probleme aller, was wir im Außen haben, was wir verlernt haben, was wir als kleines Kind noch ganz natürlich hatten und dann immer mehr und mehr verlernt haben und uns auch niemand in keinem Schulsystem uns gesagt hat, behaltet dir das bitte bei. Nämlich sich zu freuen, sich jeden Tag auf ein Neues zu freuen, der Freude im Leben mal wieder einen größeren Raum einzuräumen. Als Kind sind wir in den Tag gehüpft, haben gelächelt, haben gestrahlt, waren ganz neugierig, was uns heute erreicht. Und immer mehr und mehr, ja, sind dann hier Schleier drüber gekommen und hat man das dann gedeckelt. Oder natürlich auch, wir haben als Kind gehört, jetzt sei nicht zu wild, gerade wir Frauen, jetzt benimm dich doch mal. Oder später, wenn wir dann 10, 12 waren und uns vielleicht noch, ja, mit so einer kindlichen Freude über was gefreut haben, dann haben wir gehört, hey, wie alt bist du dann? Benimm dich doch nicht wie ein kleines Kind. Das sind doch so die Dinge, die wir gehört haben. Und so ist die Freude am Leben immer mehr und mehr gedeckelt worden. Und wenn wir dann die Schule verlassen haben, eine Ausbildung gemacht haben, da hatten wir die Freude zum großen Teil verloren, weil es ja dann darum ging, ein Leistungsbewusstsein weiterzuentwickeln. Man hat ja nicht gesagt, folge dem Ruf deiner Seele und mach das, was dir am Herzen liegt, sondern man hat uns ja übergestülpt, guck, mit welchem Beruf du dich arrangieren kannst oder mach irgendein Studium des Studierens willens und dann arrangier dich mit deinem Leben. Und so haben wir mehr und mehr die Freude verloren. Aber die gute Nachricht ist, du als erwachsene Person, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau kannst dir jetzt die Freude wiederholen. Und deshalb würde ich dich dazu einladen, dir jetzt mal die Frage zu stellen, was würde mir heute Freude bereiten? Was würde mir jetzt Freude bereiten? Oder heute Freude bereiten? Egal. Und dann machst du mal etwas heute von den Dingen, was dir Freude bereitet. Das kann zum Beispiel sein, dass du einfach mal dir erlauben magst, mal wieder Spaß zu haben, dass du dir erlauben magst, mal wieder verrückt zu sein. Bin auch ein bisschen verrückt, dass ich mit diesem lilafarbenen oder pinkfarbenen Hut hier vor der Kamera hocke. Aber was soll's? Sei einfach mal verrückt. Erlaube dir mal der Freude wieder einen Platz in deinem Leben zu bekommen. Hab einfach mal Spaß. Was haben wir als Kinder gemacht, wenn wir draußen auf der Straße waren? Wir sind rumgelaufen, wir haben gehüpft. Fang auch mal wieder an zu hüpfen, wenn du es auf der Straße dich nicht traust, weil du denkst, dann rufen die Nachbarn die Menschen da mit dem weißen Kittel und die sammeln mich dann ein. Dann hüpf doch mal für dich alleine in der Wohnung. Leg die, oder wenn du im Wald unterwegs bist, wenn du einen Waldspaziergang machst und es ist gerade niemand da, außer den Rehen und den Füchsen, die irgendwo hinterm Baum versteckt zugucken, dann hüpf doch da auch mal ein bisschen vor dich hin. Trau dich, hab da Mut dazu. Leg dir deine Lieblingsmusik mal wieder auf, die du schon ewig nimmer gehört hast. Fang an mit zu singen. Fang an, ein Liedchen zu trällern. Beweg dich. Wer sich bewegt, der kommt in Bewegung. Damit, du kannst dir auch mal vorstellen, wie du alles, was
so an Schleiern, an Themen auf dir lastet, was dich wie so zwanghaft zusammenhält, dass du das einfach mal schüttelst. Leg mal eine rhythmische Musik auf und fang mal an, so deinen Körper auszuschütteln. Wie wenn du ein Wäschestück hast, das du gründlich ausschüttelst. So stell dir einfach mal vor, dass du deinen Körper ausschüttelst und mach einfach mal mehr von den Dingen wieder, die dir Freude bereiten. Das kann auch sein, einfach mal sich hinzuhocken, in die Stille einzukehren oder diese Gedankenstoppübung zu machen, wenn dir die Freude bereitet, in dein eigenes Universum abzutauchen, wieder ein Buch zu lesen oder einfach mal Zeit mit dir selbst zu verbringen. Mach auch mal etwas, was du schon ewig nicht mehr gemacht hast oder was du vielleicht noch nie gemacht hast. Und sei es der Fallschirmsprung aus dem Flieger oder über heiße Kohlen zu laufen oder keine Ahnung, einen Ort zu besuchen, den du schon lange besuchen wolltest, dann buch da einfach mal den Termin. Oder vielleicht hast du den Impuls, du willst schon seit längerer Zeit eigentlich in deiner Wohnung mal wieder etwas verändern. Dann räum da mal um. Verteil mal die Möbel irgendwie anders in deiner Wohnung. Mach die Dinge, wo du das Gefühl hast, dass dir das Freude bereitet, entweder in dem Moment oder eben das Endergebnis, sprich Wohnung umgestalten. Was kann es noch sein? Verbringe auch mal bitte, und das bringt dich auch weiter, verbringe auch mal bitte wieder mehr Zeit oder überhaupt Zeit mit Menschen, die dich inspirieren, die dich weiterbringen, von denen du lernen kannst. Schau dir mal dein Umfeld an. Wenn das überwiegend Menschen sind, die am Jammern sind, die sich nur über ihre Krankheiten unterhalten, die sich nur darüber unterhalten, wie schlecht das Leben ist, was alles gerade Schlimmes in der Welt geschieht, was alles überhaupt ganz schlimm ist und, die also nur negativ drauf sind. Wie viel Energie kostet es dich, da bei dir zu bleiben? Irgendwann wird dein Umfeld dich wieder in seiner Energie haben. Deshalb stell dir auch mal die Frage, dein Umfeld, so wie es jetzt ist, inwieweit schenkt es dir Energie und inwieweit kannst du wachsen? Inwieweit bekommst du positive Inspirationen durch dein Umfeld? Und ja, ich weiß, das tut weh. Ich habe da auch einige schmerzliche Entscheidungen schon treffen dürfen, weil ich einfach gemerkt habe, da gibt es einfach Menschen in meinem Umfeld, die mir nicht gut tun, die mir Energie rauben. Und von denen gilt es sich einfach zu lösen. Wenn du in deinem Leben jetzt weiterkommen möchtest, dich mehr und mehr deinem Seelenplan nähern möchtest, den Seelenplan auch leben möchtest, dich selbst entdecken möchtest, dann darfst du einfach früher oder später auch Entscheidungen treffen, dich mehr und mehr mit den Menschen zu umgeben, die dir in dieser Richtung eine Inspiration sind. Und das heißt nicht, dass du zu Person X sagen musst, hey, du tust mir nicht gut, halt mich ab sofort fern von dir. Dann lass das einfach so langsam auslaufen, diese Verbindung. Das sind immer der Durchschnitt von den 5 Personen, mit denen wir uns in erster Linie umgeben, vom Freundeskreis her. Schau dir das bitte mal unter den Aspekten an und stell dir dann auch die Frage, wie kann ich denn mehr von den Menschen in mein Leben ziehen, die eine Inspiration für mich sind, die mir gut tun, damit ich weniger dazu geneigt bin, in dieses Jammertal der Probleme abzutauchen. Denn allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Das heißt, schenke dir künftig wieder mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit, dann bekommst du automatisch mehr Energie, kannst wachsen, kannst immer mehr und mehr in deine Größe kommen, wirst immer mehr und mehr Impulse, Gedanken und Ideen und Inspirationen bekommen. Und automatisch wirst du auch merken, wie auch immer mehr und mehr du Menschen in dieser Richtung einfach auch anziehst, wenn du dich bewusst auf diesen Weg begibst und dich einem neueren, anderen, inspirierenden Umfeld einfach öffnest. Genau. Das meine Inspirationen für dich heute. Also, mach immer mal wieder Gedankenstopp, tauch immer mal wieder in dein Universum ein und frag dich heute, was macht mir heute
Freude? Was macht mir jetzt Freude? Und wenn du jetzt nach diesem Livestream hier nur den Impuls hast, jetzt koche ich mir meine leckere Tasse Tee, hock mich einfach hin, schau aus dem Fenster und genieße einfach mal diesen leckeren Tee und mach sonst mal gar nichts. Alles ist so, wie es ist, vollkommen in Ordnung. Hauptsache, du hast Freude und Spaß dabei. Ich wünsche dir einen wunderbaren, freudvollen Tag. Schick dir eine ganz herzliche Umarmung. Wir sehen uns morgen früh um 8 Uhr nochmal. Genau. Auch wenn Sonntag ist, ich bin um 8 Uhr morgen früh hellwach, topfit und voll guter Energie und möchte dich da nochmal anstecken und inspirieren. Also, hab einen wunderbaren Tag. Bis morgen um 8. Ciao, ciao.